Über eine Apokalypse freut sich eigentlich niemand. Dem Action-Rollenspiel Shadow of the Tomb Raider hätte jedoch nichts Besseres passieren können. Das klingt vielleicht seltsam, aber zornige Maya-Götter und alles, was ein richtig guter Weltuntergang so mit sich bringt, sind genau das, was der Reihe noch gefehlt hat. Kennt ihr das, wenn ihr einfach nur einem mysteriösen Geheimorden eins auswischen wollt und dabei aus Versehen die Apokalypse auslöst? Nein? Lara Croft bis vor kurzem auch nicht. In Shadow of the Tomb Raider stiehlt sie jedoch einen Zeremoniendolch und erzürnt damit die Götter. Dass sie das Messer eigentlich nur mitnehmen wollte, damit es Laras altem Feind Trinity nicht in die Finger gerät, kümmert den Weltuntergang eher wenig. Wie ihr euch denken könnt, macht die drohende Apokalypse das Spiel sehr viel düsterer. Scheiße! Aber mal ganz frech gefragt, ist die Welt nicht in fast jedem Spiel in Gefahr? Die Überraschung ist also nicht die Apokalypse, sondern wie Story und Figuren mit ihr umgehen. Und Laras Entwicklung tut sie wirklich gut. Denn bis jetzt hat Lara hauptsächlich Trinity oder Artefakte gejagt, die Menschen um sie herum waren ihr mehr oder weniger egal. Auch die Rettung der Rebellen in Kitesh passierte eher nebenbei. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Jetzt klatscht ihr eine haushohe Flutwelle die Konsequenzen ihrer Handlungen im wahrsten Sinne des Wortes ins Gesicht, sodass sie sich wohl oder übel damit auseinandersetzen muss. Und daran wächst sie. Klar, sie ist weiterhin diese knallharte Actionheldin. Aber in ruhigen Momenten zwischen den Gefechten und den Dialogen mit ihrem besten Freund Jonah zweifelt sie auch. Und das macht sie sehr viel authentischer. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Sie ist nicht zu weinerlich, aber auch nicht zu unbeeindruckt von dem Terror um sie herum. Und dadurch können wir ihre Gefühle sehr viel besser nachvollziehen als die der rehäugigen Lara aus dem ersten oder der knallharten Action-Lara aus dem zweiten Tomb Raider der aktuellen Trilogie. Auch die Nebencharaktere profitieren vom Setting. Laras bester Freund Jonah hat zum Beispiel auf einmal eine eigene Meinung und vertritt diese auch. Ich muss jetzt los, ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Der Bösewicht erweist sich als sehr viel komplexer, als es auf den ersten Augenblick scheint. Und das Finale, von dem wir euch hier natürlich kein Stück zeigen werden, beantwortet nicht nur alle offenen Fragen, sondern ist mit einer spektakulären Inszenierung auch einer Apokalypse würdig. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Vor dem Ende stehen aber noch der Anfang und der Verlauf des Spiels. Das Gameplay-Grundgerüst funktioniert hier genau wie im Vorgänger Rise of the Tomb Raider. Die Hauptstory führt Lara durch Städte, versteckte Gräber inklusive kniffliger Rätsel und Areale voller schießwütiger Feinde. Ab und an gewährt uns das Spiel an Lagerfeuern und in Städten Verschnaufspausen, in denen Waffen verbessert, Skillpunkte vergeben und zu anderen Punkten gereist werden kann. Das Crafting wurde jedoch etwas zurückgefahren. Während die Waffen nach wie vor mit Ressourcen verbessert werden, gibt es Upgrades wie einen größeren Munitionsbeutel jetzt im Shop. Dafür können nun aber auch Outfits gecraftet werden, die dann wiederum jeweils eigene Perks mitbringen. Skills werden weiterhin im Verlauf der Story oder durch Erfahrungspunkte freigeschaltet. Manche Fähigkeiten gibt es jedoch nur, wenn wir die Herausforderungsgräber absolvieren, die überall in Peru versteckt sind. Shadow of the Tomb Raider belohnt die Neugierigen, die einfach an keinem düsteren Felsgrab vorbeilaufen können. Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Genauso übrigens wie die Nebenquests. Auch hier stecken wir unsere Archäologennase in allerhand persönliche Problemchen, Standesgeplänkel oder alte Volkssagen. Die Quests bestehen nicht aus einer Sammelaufgabe nach der anderen, die abgehakt werden muss, sondern machen die Welt lebendiger. Zu gewissen Teilen erzählen sie sogar die Geschichte weiter. Zum Beispiel, wenn wir die Krönung eines Exilkönigs vorbereiten. Die Story, die Gräber und die Nebenaufgaben sorgen dafür, dass es unheimlich viel in der Welt zu entdecken gibt. Von riesigen geheimen Gräbern unter der Erde bis hin zu zwei Kindern, die überlegen, wie sie am besten einen Frosch aufblasen können. Ich glaube nicht, dass ich das kann, Bancho. Mach schon, ist ganz einfach. Du nimmst ihn und steckst ihm den Böller in den... Du weißt schon. Hat der sowas überhaupt? Wie soll er sonst scheißen? Nein, ich will das nicht tun. Das ist fies. Sprengen wir doch ein paar Ananas. Oh, was erzählen wir Javier? Dass wir ein neues Haustier haben? Cool. Und wer es noch authentischer haben möchte, kann den Sprachoptionen Sprachechtheit einstellen. Die sorgt dafür, dass auch die Nebenquestgeber in ihrer Muttersprache sprechen. Woher Lara sämtliche Dialekte auf einmal flüssig beherrscht, das wissen wir nicht ganz genau. Vielleicht hat sie in der Schule einfach richtig, richtig gut aufgepasst. Bei so viel zu tun dauert auch ein sehr eiliger Spieldurchlauf, der einen Großteil der Aufgaben links liegen lässt, schon 25 Stunden.
Inklusive aller Nebenquests, Herausforderungsgräber und versteckter Krypten kommen wir locker auf über 30. Und wenn ihr es euch so wie wir als Ziel gesetzt habt, jedes einzelne Lama in Peru zu streicheln, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und nun wird es dunkel. Nachdem wir die Gräber jetzt schon so oft angeschnitten haben, widmen wir uns ihnen doch einfach mal im Detail. Die Gräber bleiben auch in Peru Tomb Raider typisch ein Mix aus Klettern, Geschicklichkeit und Timing. Hier muss ein Hebel mit einem Seilpfeil aktiviert werden. Dort müssen wir zwischen sich bewegenden Plattformen hin und her springen. Geschafft. Lara muss mal wieder ordentlich sprinten. Oder die Luft anhalten. Die Unterwasserpassagen wurden nämlich im Vergleich zum Vorgänger erheblich ausgebaut. Jetzt versteckt sich des Rätsels Lösung oft unter der Wasseroberfläche. Genau wie die Ein- und Ausgänge vieler Gräber und Krypten. Unglaublich. Sie steht noch, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. Die Rätsel unter und über dem Meeresspiegel sind fordernd, aber nicht zu schwer. Je nach Schwierigkeitsgrad gibt Lara sogar Tipps und auch die optionale Fokussicht macht es leicht zu erkennen, was als nächstes bewegt werden muss. Allerdings bleibt auch hier das Problem des Vorgängers. Steuerung und Kameraführung passen manchmal einfach nicht zusammen. Beim Springen ein bisschen zu weit nach links geschaut und schon stürzt Lara in den Tod. Während es wahrscheinlich näher am echten Leben dran ist, führt es im Spiel zu Frust. Manchmal wissen wir nicht, ob wir den falschen Lösungsweg wählen oder einfach nicht richtig zielen können. Die Schwierigkeit von Gelände, Rätseln und Kämpfen können wir jetzt übrigens frei anpassen. Das gibt sehr viel mehr Freiheit in der Art, wie wir spielen wollen. So können wir zum Beispiel leichte Kämpfe mit schweren Rätseln verbinden und uns so sehr viel besser fordern und den Anspruch anpassen, sollte uns Shadow of the Tomb Raider im Laufe des Spiels zu leicht oder schwer werden. Wer allerdings nur ein bisschen Spaß an Gunplay oder Schleichsystem hat, der sollte die Kämpfe mindestens auf dem normalen Schwierigkeitsgrad belassen. Sonst entgeht euch ein fundamentaler Spaß- und Herausforderungsteil des Spiels. Denn bei Feindkontakt ist Laras Bogen dabei immer noch die Waffe der Wahl, das bedeutet aber nicht, dass die anderen Waffen nutzlos sind. Im Gegenteil, gerade bei Feinden, die mit Helmen gegen unseren Bogen gerüstet sind oder uns aus mehreren Richtungen mit Dauerfeuer und Granaten aus der Deckung treiben, funktioniert eine Handfeuerwaffe einfach besser. Neben dem Bogen haben wir die Wahl zwischen Sturmgewehren, Pistolen und Schrotflinten, die wir in Genauigkeit, verursachtem Schaden, Nachladegeschwindigkeit oder Munitionskapazität aufrüsten. Das Gunplay ist dabei solide. Es ist kein Halo oder Destiny, aber das Trefferfeedback ist ordentlich. Zielen, Schießen und Nachladen geht locker von der Hand und Munitionsprobleme hatten wir ebenfalls nicht. Gerade in den schon aus dem Vorgänger bekannten Arealen, in denen die Gegner in Wellen kommen, machen Schusswaffen einen deutlichen Unterschied. Oh Gott, sie sind hier! Trotzdem haben wir im Großteil von Shadow of the Tomb Raider unseren Bogen benutzt, weil er einfach leiser ist. Denn viele direkte Konfrontationen können durch Schleichen umgangen werden. Dschungelkreaturen, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Egal, ob wir mit Feuerpfeilen Fässer in Brand setzen, lautlose Kopfschüsse verteilen oder mit den Seilpfeilen ahnungslose Feinde wie Räucherschinken aus den Bäumen baumeln lassen. Gerade wenn Lara serientypisch allein in einem ganzen Lager voller Söldner ist, haben wir aus dem Hinterhalt einfach einen entscheidenden Vorteil. Dabei wirkt Lara beinahe wie Batman. Und auch sonst können wir uns in Sachen Heimlichkeiten richtig austoben. Wenn sich Lara das Gesicht mit Schlamm einreibt, wird sie vor schlammbedeckten Wänden unsichtbar. Und auch Efeu verbirgt uns vor den Feinden. Falls sich jetzt jemand fragt, wie man sich in Efeu anständig verstecken kann, das wissen wir auch nicht. Vielleicht ist der Efeu in Peru einfach dichter als der in Europa. Lara wird so zu einem lautlosen Schrecken, der sich nach und nach jedem Soldaten aus dem Schatten vorknöpft, um mit den Letzten persönlich abzurechnen. Früher hatte Lara davor noch Angst. Jetzt ist sie es selbst, die für panisches Flüstern unter den Söldnern sorgt. Ich sehe sie noch immer. Alles okay jetzt? Zwar wurde der Kontakt mit Trinity-Söldnern zugunsten von mehr Rätseln erheblich zurückgefahren. Action gibt es aber trotzdem. Zum einen bei Jagdaufgaben und Konfrontationen mit dem Menschenopferkult in Paititi, der seit dem Beginn der Apokalypse an Mitgliedern gewonnen hat. Zum anderen bei den serientypischen, spektakulären Flucht- oder Action-Szenen, in denen Lara vor Tsunamis und Schlammlawinen davonrennt, aus Gräbern flieht oder mit Trinity abrechnet. Die sind allesamt großartig inszeniert und am Ende fühlen wir uns selber ein bisschen wie ein Actionheld. Im starken Gegensatz dazu steht Paititi. Die verborgene Stadt ist unser Hub, zu dem wir immer wieder zurückkehren. Unberührt von der neueren Zivilisation wirkt Paititi wie eine Mischung aus Urlaubsort und Freilichtmuseum. Wo wir gerade schon bei Orten sind, die sind bei Shadow of the Tomb Raider maßgeblich an der tollen Atmosphäre beteiligt.
Zum einen sind die Panoramen schlichtweg beeindruckend. Die Gegenden sind dabei so unterschiedlich, dass wir ständig das Gefühl haben, hinter jeder Ecke eine komplett neue Welt finden zu können. Der Dschungel ist dabei in Sachen Atmosphäre ganz weit vorne. Gerade mit Kopfhörern oder Atmos-Sound fühlt es sich für uns wirklich an, als wären die Bäume und Sträucher um uns herum lebendig. Hört euch das nur mal an dieser Stelle an. Auf dem Streifzug durch ein Jaguar-Revier erwischen wir uns deswegen immer wieder dabei, wie wir beim kleinsten Knacken schon den Bogen zücken. Hier muss ich vorsichtig sein. Zusammenfassend sieht es sehr gut aus für Shadow of the Tomb Raider. Lara ist authentischer, die Kämpfe wurden durch mehr Stealth bereichert und die Rätsel und Gräber bekommen mit den Unterwasserleveln im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Gameplay-Element. Shadow of the Tomb Raider ist ein gelungener Abschluss der Reboot-Trilogie. Jetzt, wo das Gameplay so schön aufpoliert wurde, ist es eigentlich schade, dass das der letzte Teil gewesen sein soll. Aber mal ehrlich, dass das nicht das Ende von Lara sein kann, wissen wir doch alle, oder?